Hallo und herzlich willkommen zu Jugend spricht. Heute geht es um das Thema: Was erleben die Konfirmanden bei uns in der Gemeinde? Okay, wie fängt denn unsere Konfizeit an hier? Genau, hier. Hier? Das startet man einfach hier und sitzt dann hier oder wie ist das? Nee, es beginnt mit der Konfi-Übernachtung. Eine Konfi-Übernachtung? Oh, das klingt spannend. Okay, also was kann man zur Konfi-Übernachtung sagen? Wir treffen uns als Gemeinschaft das erste Mal in der Kirche und übernachten halt eine Nacht da. Ihr seht hier schon die ganze Zeit Fotos eingeblendet von der Übernachtung. Es ist super schön, wir haben Abend einen Filmabend gemacht, letzte Konfi-Übernachtung. Und dann am Morgen die Konfis mit liebevoller Musik gebackt und das fanden die alle ganz cool. Dann haben wir noch gefrühstückt und das war es eigentlich schon. Davor haben wir Programm gemacht. Das ist eigentlich richtig schön, also ich habe jetzt nur positives Feedback von der Übernachtung gehört. Es ist mal richtig schön, da auch mal reinzukommen jetzt sozusagen in diese Kirche und da direkt mal zu übernachten. Das ist richtig, richtig cool und das Feeling in der Kirche zu übernachten ist auch unbeschreiblich. Also ich habe gehört, dass die Konfi-Einheiten so freitags und samstags stattfinden. Wie läuft sowas ab? Danke fürs Mikrofon. Ja, sowas läuft eigentlich relativ wie immer ab. Also bei uns zumindest in der Kirchengemeinde, das ist seit 2 Jahren oder 3 Jahren so. Wir starten mit einer Liturgie und danach singen wir was zusammen. Dann beten wir einmal zusammen und starten dann thematisch in das Thema halt, was wir haben. Zum Beispiel, wie Leiden und Gott zusammenpasst in der Welt, also das Leiden in der Welt und Gott halt. Oder Brot für die Welt hatten wir auch schon mal als Thema. Machen dann so ein bisschen themenbasiertes Bastelwork oder so. Und dann singen wir noch was. Und das war's eigentlich. Okay, und das macht dann der Pastor oder wie läuft das dann ab? Also man kennt es ja eigentlich so, dass der Pastor so alles macht und dann, genau, und Pastor, Konfirmanden und das war's. Ja, das ist in anderen Kirchengemeinden so, bei uns tatsächlich nicht. Bei uns ist das Pastor und der Diakon natürlich. Unser Jugenddiakon und dazu natürlich auch ganz, ganz viele freiwillige Teamer. Ein von den Teamern haben wir tatsächlich gefragt, wie er Konfi wahrnimmt. Der kann euch ja mal eine Konfi-Einheit von uns ein bisschen beschreiben. Ich gebe das Mikrofon mal weiter. Also ich nehme Konfi immer recht positiv wahr. Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man zu den Vorbereitungstreffen kommt. Da dann die Konfi-Einheit vorbereitet für die Konfis und 1,5 Wochen später die dann erleben zu können. Nochmal, und zwar als Mitarbeiter, aber es ist echt schön. Ich freue mich da auch jedes Mal immer echt drauf. Es ist einfach eine gute Zeit, die man da hat. Ja, diese 3 Stunden, es sind gute Zeiten, die hat man einmal im Monat, höchstens 2-mal im Monat. Es ist einfach geil. Und vor allen Dingen jetzt, wo wir jetzt Ende Mai haben, es beginnt die Konfi-Freizeit, geht in 3 Wochen los. Und ich freue mich auf diese Zeit, weil es 3 Tage sind, wo wir nur mit den Konfis unsere Zeit verbringen und ich hoffe, wir lernen die Konfis noch ein bisschen besser kennen, reden miteinander, tauschen uns miteinander aus und haben hoffentlich auch ganz, ganz viel Spaß, weil das ist, finde ich, auch das, worum es sich auch hauptsächlich mitdreht. Natürlich, man möchte während der Konfirmation, während des Konfi-Jahres Gott und Jesus kennenlernen und seinen Glauben kennenlernen, aber ich finde auch Spaß sollte da definitiv nicht zu kurz kommen und meiner Meinung nach kommt er bei uns hier in der Kirchengemeinde in Hasenfeld überhaupt nicht zu kurz. Es ist genau richtig, man lernt Gott und Jesus kennen. Man singt moderne Musik bei uns, moderne Worship, Gospelmusik. Ne, das ist, ich finde es einfach gut und ich hoffe, die Konfis finden das auch gut. Ja. Und so endet auch die Konfirmationszeit mit den Konfirmationen. Wir gehen als komplette Konfirmationsgruppe durch diese Tür in die Kirche hinein und feiern Gottesdienst. Und was genau passiert jetzt nach der Konfirmation? Gute Frage. Nach der Konfirmation kann man zum Beispiel zu Hamm gehen. Hamm ist unsere Jugendgruppe und jeden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr. Genau, und man kann auch Teamer werden in verschiedensten Veranstaltungen, zum Beispiel bei den Senfkörnern oder auch bei den Konfis. Ja, oder halt generell bei besonderen Sachen wie Lego-Tage war letztes Jahr. Oder generell auch die Kinderbibelwoche. Also ganz viele verschiedene Aktivitäten, Kinderfreizeit natürlich auch. Da kann man überall hingehen und das ermöglicht sozusagen diese Konfirmation. Man kann natürlich auch ohne Konfirmation da hingehen, das ist natürlich kein Kriterium. Aber die Konfirmation ist sozusagen die Einleitung damit, dass man da hingeht. Das war's mit der Folge Jugend spricht. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Jugend spricht.